Warum hat Lord Voldemort Harry Potter nicht einfach daran gehindert, seine Gedanken zu lesen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir in ein kleines Detail der Geschichte von Harry Potter eintauchen. Dieses Detail betrifft Harry Potter selbst und Lord Voldemort. Genauer gesagt geht es um die Verbindung zwischen den beiden Figuren. Am 31. Oktober des Jahres 1981 reiste Lord Voldemort auf dem Höhepunkt seiner Macht nach Godric's Hollow zu dem Haus der Potters. In dieser Nacht änderte sich der Lauf der Geschichte, denn Voldemort war nur mit dem Ziel dorthin gereist, den jungen Harry Potter zu töten. Als er ihr Haus betrat, beendete er zunächst das Leben von James Potter und machte sich dann auf den Weg zu Lily und dem kleinen Harry. Als Voldemort sich Lily näherte, bat er sie, beiseite zu treten, um ihm Harry zu überlassen, um Snapes Wunsch, Lilys Leben zu verschonen, ein wenig nachzukommen. Er sagte Lily, dass er ihr Leben verschonen würde, wenn sie zur Seite treten würde, aber offensichtlich war es Lilys oberste Priorität, Harry zu schützen. Weil sie nicht aus dem Weg gehen wollte, wurde sie von Voldemorts Tötungsfluch ermordet. Kurz nachdem Lily zu Boden gegangen war, richtete Voldemort seinen Zauberstab auf Harry. Er wusste, dass er kurz davor war, den einzigen Zauberer zu töten, der eine Bedrohung für ihn und sein Regime darstellte. Doch was dann geschah, hätte er niemals vorhersehen können, denn nachdem er einen tödlichen Fluch auf Harry abgefeuert hatte, prallte dieser auf ihn selber zurück. Dies war das Ergebnis eines liebevollen Opfers, das Lily gebracht hatte, ein Opferschutz. Als der Fluch auf ihn zurückschlug, zerstörte sein eigener Fluch seinen Körper, und das bedeutete für eine gewisse Zeit das Ende von Lord Voldemort. Aber Voldemorts Fluch, der an Harry abprallte, war nicht alles, was passierte, denn in dieser Nacht entstand nämlich eine Verbindung zwischen den beiden. Voldemorts Seele war durch die Erschaffung von Horcruxen so destabilisiert, dass sich ein Teil von ihr abspaltete, als er von dem Fluch getroffen wurde, der nach hinten losging. Wenn ein Stück der Seele aus dem Körper gerissen wird, muss es einen Wirt geben, woran sich die Seele hängen kann, zum Beispiel an Baby Harry. Da Harry das einzig lebende Wesen im Raum war, klammerte es sich an Harry, wodurch die Verbindung zwischen Harry und Voldemort zustande kam, wie wir später wissen. Harry war sozusagen kein richtiger Horcrux, da kein traditioneller Horcrux-Erzeugungsprozess stattfand, aber eine Verbindung zu Voldemort gab es schon. Eine Verbindung zum Dunklen Lord bringt definitiv ein bisschen Arbeit mit sich. Harry sind viele unerklärliche Dinge widerfahren, manche mysteriös, manche nützlich, aber die meisten schlecht. Eine der Fähigkeiten, die auf Harry übertragen wurden, war die Fähigkeit, die Parselsprache zu sprechen. Er wurde zu einem Parselmund und hatte damit die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen. Die Parselsprache ist besser bekannt als die Sprache der Schlangen, eine vererbte Eigenschaft durch die Nachkommen von Salazar Slytherin. Eine andere Sprache zu sprechen ist ein cooler Bonus. Ein massiver Nachteil ihrer Verbindung war miteinander der verbundene Verstand. Da ein Teil von Voldemorts Seele in Harry steckte, hatten sie Einblicke in die Gedanken und Gefühle des anderen, und ich bin mir nicht sicher, ob Voldemort jemand ist, den man gerne in seinem Kopf haben möchte. In regelmäßigen Abständen hatte Harry Schmerzen in seiner Narbe und seltsame, unerklärliche Visionen, in denen er sah, wie Voldemort Gräueltaten begang. Aber er konnte oft sehen, wo Voldemort sich befand und was er genau tat. Harry wollte es zwar nicht sehen, aber interessanterweise wollte Voldemort auch nicht, dass er es sah, weshalb er begann, Okklumentik zu praktizieren. Die Kunst, den eigenen Geist auf magische Weise vor denen zu verschließen, die versuchen, in ihn einzudringen. Im Orden des Phönix nutzte Voldemort diese Verbindung aus, um Harry auszutricksen, aber im Halbblutprinzen hatte er erkannt, dass dies ein gefährliches Terrain war. Harry hatte nicht versucht, in Voldemorts Geist einzudringen, aber er hat es trotzdem getan. Selbstständig, was bedeutete, dass Voldemort aktiv werden und Okklumentik anwenden musste, um Harry zu stoppen, in seinen Geist einzufallen. In Kapitel 4 des Halbblutprinzen klärt Dumbledore Harry auf. "Also sag es mir, Harry", sagte Dumbledore, "deine Narbe, hat sie wehgetan?" Harry hob unbewusst seine Hand auf seine Stirn und rieb über das blitzförmige Mal. "Nein", sagte er, "und darüber habe ich mich schon gewundert. Ich dachte, es würde die ganze Zeit brennen, jetzt wo Voldemort wieder so mächtig geworden ist." Er blickte zu Dumbledore auf und sah, dass dieser einen zufriedenen Gesichtsausdruck trug. "Ich hingegen habe mir das anders vorgestellt", sagte Dumbledore. Lord Voldemort hat endlich erkannt, welch gefährlichen Zugang du zu seinen Gedanken und Gefühlen hast. Es scheint, dass er jetzt Okklumentik gegen dich einsetzt. Okay, Voldemort hat also die potenzielle Gefahr erkannt, die darin liegt, Harry seine Gedanken sehen zu lassen, und hat begonnen, ihn auszusperren. Das ergibt durchaus Sinn.
Aber was keinen Sinn ergibt, ist, dass Harry im nächsten Buch die Heiligtümer des Todes wieder in seinem Kopf zu sein scheint. Das wirft die Frage auf, warum hat Voldemort aufgehört, Okklumentik zu benutzen? Warum hat er die Brücke zu Harrys Geist wieder geöffnet? Durch Einblicke in Voldemorts Geist konnte Harry eine Menge nützlicher Informationen gewinnen, die unweigerlich zu Harrys Sicherheit und Voldemorts Untergang führten. Harry erfuhr dadurch mehrere nützliche Dinge. Er erfuhr, dass Voldemort auf dem Weg nach Godric's Hollow und nach Malfoy Manor war. Er wurde auf Voldemorts Besessenheit von dem Elderstab aufmerksam. Und vor allem wurde er sich Voldemorts Angst bewusst, dass seine Horcruxe entdeckt werden. Er verriet Harry sogar, dass sein letzter Horcrux innerhalb der Mauern von Hogwarts versteckt war. Voldemort hat sich Harry gegenüber immer wieder offenbart und ich frage mich einfach, wieso? War es Arroganz oder etwas anderes? Warum lässt du deinen Feind absichtlich in deinen Geist eindringen, wenn du ihn nicht täuschen möchtest? Wie sich herausstellt, wurde J.K. Rowling genau diese Frage schon mal in einem Interview gestellt. Der Interviewer fragt folgendes: Wie kommt es, dass Voldemort die Okklumentik nicht mehr gegen Harry einsetzte, als das sechste Buch zu Ende war? J.K. Rowling antwortete folgendes: Er verliert die Kontrolle und kann nicht verhindern, dass Harry in seinen Verstand eindringt. Die Verbindung zwischen ihnen wird von Voldemort nie ganz verstanden, denn er weiß nicht, dass Harry ein Horcrux ist. Rowling erklärt hier, dass Voldemort nie die Entscheidung getroffen hat, Harry in seinen Geist einzulassen, sondern nur nicht mehr in der Lage war, ihn davon abzuhalten. Angesichts der stressigen Lage und der Tatsache, dass seine Horcruxe links und rechts zerstört werden, verlor Voldemort einfach die Kontrolle. Es scheint, als ob Voldemorts mentaler Zustand einen großen Einfluss darauf hat, ob Harry in seine Gedanken eindringen kann. Wenn Voldemort die Kontrolle über seine Gefühle verliert, sei es durch Wut oder Frustration, vergisst er einfach, die Okklumentik anzuwenden und lässt Harry hinein, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Voldemort wusste nie, dass ein Teil seiner Seele in Harry steckte, also hatte er nie wirklich eine Erklärung für ihre mentale Verbindung. Für Voldemort, ein Meister des Verstandes und der Okklumentik, gibt es keine Möglichkeit, dass er denken könnte, dass Harry jederzeit auf seinen Geist zugreifen könnte. Wahrscheinlich wusste er, dass er in seinen Wutanfällen die Okklumentik für einen Moment außer Kraft setzte, aber er hätte nie gedacht, dass Harry in der Lage sein würde, aus diesen winzigen Zeitfenstern Kapital zu schlagen. Harry erfährt außerdem von Grigorowitsch, als Voldemort ihn gerade ermorden will. Er ist begeistert von der Aussicht, ein Leben zu beenden und vergisst in der Aufregung vielleicht kurzzeitig die Okklumentik anzuwenden. Harry erfährt von dem Elderstab, als Voldemort ihn findet, im Rausch des Triumphs und der Errungenschaft. Harry findet heraus, dass Rowena Ravenclaws Diadem in Hogwarts ist, nachdem Voldemort es gefunden hat. Und Harry erfährt, dass Voldemort auf dem Weg nach Hogwarts ist, als Voldemort merkt, dass das Medaillon verschwunden ist. Diese Gefühlsausbrüche, sowohl negative als auch positive, waren der Grund dafür, dass Harry in der Lage war, Einblicke in Voldemorts Bewegungen und in seinen Geist zu bekommen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.